Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem schnellen, kurzen, hilfreichen Video für euch, wenn ihr eingeschaltet habt und einen Innenraumfilter wechseln wollt. Bei dem Golf 5 193, eigentlich egal welcher Motor das ist, es handelt sich um den Innenraumfilter, der müsste eigentlich bei jedem Modell gleich sein. Müsste sogar sein, ja. Und das ist Baujahr 2008, ein Golf 5. Und ja, ich würde mal sagen, wir wechseln den Innenraumfilter und los geht's. So, der Innenraumfilter befindet sich hier im Beifahrerfußraum, hier unten. Müssen wir die Abdeckung jetzt einmal rausholen. So, hier befinden sich zwei Kunststoffschrauben, die können wir mit der Hand abschrauben. So und so, dann können wir diese Pappe hier abmachen. So. Wenn wir das erledigt haben, können wir hier einmal diesen Kunststoff hier nach rechts machen und nach unten das Ganze rausholen. Und da sehen wir schon die ganzen Blätter und Dreck, was sich über die Jahre gesammelt hat. So, und dann können wir den neuen gleichen Deckel reinschieben. Nach links und dann haben wir das Ganze auch wieder zu. So, dann war es das auch. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man bei dem Golf den Innenraumfilter wechseln. Ist echt nicht schwierig. Wichtig ist es darauf zu achten, den Mannfilter kann man in verschiedenen Filterarten bestellen. Also den Filter kann man in verschiedenen Materialien bestellen. So dass er einmal aus Papier ist oder aus Aktivkohlefilter oder noch so ein Bio-Aktivkohlefilter. Links alles unten in der Videobeschreibung, deswegen wundert euch nicht, warum da unterschiedliche Kauflinks sind von dem Innenraumfilter, weil den gibt es da in verschiedenen Arten, wie gut er filtert. Ne? Zum Beispiel der Aktivkohlefilter ist ziemlich gut für Allergiker, der Papierfilter ist einfach ein normaler Papierfilter, der jetzt diesen groben Dreck da auffängt. Aber ich glaube, das ist auch nur bei Mannfilter, die bieten sowas an. Wichtig ist es aber, egal welchen Filter, wichtig ist es einmal im Jahr, den zu wechseln, weil das ganze Zeug atmet man ein, er filtert ja dann die Innenraumluft und das ist ganz wichtig, am besten nach dem Winter das Ganze zu wechseln, dann gammelt das Ganze auch nicht im Sommer. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Anregungen zu neuen Videos, unten in die Kommentare schreiben und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.